Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Down Stuff Together mit der Warslin. Hallo. Lisa, was? Fast rechtzeitig. Ja, gut. Toll. Ah, ich liebe dich dafür. Gut, du hast Chester gefunden. Und ich habe immer noch kein... Dich ist wieder am Arsch. Alter, wie geht das auf den Sack? Ich finde einfach keinen scheiß Stein. Ich finde so komische... Fick dich, verpiss dich. Ah. Lauter Schimpfwörter nur wegen mir. Was? Weißt du, wie will ich rumfluche? Du kennst mich doch. Also. Ich finde aber kein. Ich finde kein. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Aber hey, wir haben die Karte schon erkundet, wenn es denn möglich war, die Karte zu... Hör auf, Chester anzufassen. Wer fasst denn Chester an? Ich spinne. Oh, ich bin jetzt wieder da, wo ich nicht sein sollte. Oh, da war ich doch schon. Ich will hier nicht sein. Was the fuck sind das für Viecher? Meine Psyche wird mich jetzt töten. Ich habe keine Chance. Solange du Geist bist, kann ich meine Psyche nicht aufrechterhalten. Ja, werden wir gemeinsam Geist. Werden wir gemeinsam Geist. Aber ich finde auch keinen Stein. Das ist richtig schlimm. Ich finde einfach keinen Stein. Wo ist meine Fackel? Wo ist meine fucking Fackel? Oh. Ich würde sagen, es gibt gleich ein World Reset. Und stirbst du? Stirbst du? Stirbst du? Naja, ich bin kurz davor. Ah ja. Was sind denn? Ich erfriere, mir ist kalt, meine Psyche ist am Arsch. Yes, das ist gut. Ah, ich habe Blumen-Evil gemacht. Ist das jetzt eine Evil-Blume? Ja, ich weiß, wie man Blumen-Evil macht. Ich habe sie gehauen. Oh. Was? Okay, es reicht jetzt. Ja. Oh, was denn? Nico was killed by Terror Beak. He became a spooky Geist. He became a spooky Geist. We reset this Welt. Weil es bringt sowieso nichts mehr. Ja. Aber echt, also so einen scheiß Stein zu finden, ist echt anstrengend. Ja. Gut. Nächste Welt, neues Glück. Entschuldigung. So, einmal auf Random gehen. Ich habe einen Random-Charakter. Bei mir letzt noch. Gut. Ich glaube schon rein. Und ich bin der Pantomime. Keine Ahnung, was der kann. Der redet auf alle Fälle nicht. Oh, ich habe... was habe ich... Ich könnte gucken, was der macht. Ich habe Luftballons dabei. Nein, ich habe Luftballons dabei. Du bist Wes, gell? Glaube ich. Can't talk. Has trouble staying alive. Practice Balloon Mercy. Keine Ahnung, was der Positives hat, aber... Okay. Ich habe komische Ballons dabei. Ja. Ich habe eine Axt. Erstmal das Axten. Ich habe nur einen Gegenstand in meinem Inventar. Okay. Schön. Finde ich gut. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich, finde ich gut. Kommst du? Ja. Ich mache einfach mal auf. Random. Mal gucken. Kann nur schief gehen. Ja. Und okay, who the fuck am I? Wer bist du? Ich bin Woody. Woody? Woody. Woody.
bin Wes. Also ja. Du kannst Ballons überall verteilen. Ja, guck. Ah, ich habe keine Axt, deswegen. Wo bist du? Ich bin schon mal am Sammeln. Ich bin noch am Eingangstor sozusagen. Guck, was ich kann. Okay, und ich habe die Psyche, dass ich Holz hacken muss. Okay. Guck dir das an. Die greifen mich an. Ich hab mich gerade selbst gekillt. Die Ballons. Nein, warte. Die Ballons kann man angreifen. Oder du kannst die Ballons... Greif mal die an. Ja, das tut weh. Also lass ich das lieber. Gut, wir müssen schnell wie möglich ein... vergiss nicht nachzupflanzen. Alter, zu so schnell Holz hacken. Vergiss nicht, Dinger nachzupflanzen, wenn sie kommen. Also deswegen nur die großen Bäume. Nur die großen Bäume hacken. Okay. Also wenn Monster uns angreifen, kannst du ganz viele... Ballons übernehmen, ich weiß nicht. Ja. Oh, was ich gefunden habe. Wir haben andere Büsche wieder. Moment. Okay, wir versuchen diesmal aber wirklich nicht zu sterben. Nein, aber guck mal, wir haben wieder die geilen Büsche. Aber dann kümmerst du dich immer ums Holz. Wenn es für deine Psyche gut ist. 27. Das heißt, ich darf nicht so viel Holz hacken oder muss ich Holz hacken? Ich bin echt verwirrt, was das angeht. Wie viel hast du denn? Nee, ich habe so ein extra Feld sozusagen für Holz hacken. Wahrscheinlich habe ich so einen Drang, Holz hacken zu müssen oder sowas. Keine Ahnung. Verstehe das nicht. Wie viel brauche ich denn für ein Campingfeuer? Noch fertig, noch ein bisschen was. Wo suchen wir denn einen hübschen Lagerplatz? Sie wird jetzt die Nacht jetzt. Wir müssen erstmal Materialien sammeln. Das ist das Wichtigste. Wie immer. Ja. Oh, ich hab. Oh, guck dir das an. Komm mal her. Einen Moment. Guck mal, was ich gefunden habe. Aber wir sind aggressiv. Was hast du gefunden? Büffel, die aber gar aggressiv sind. Na, ist doch egal. Ja, egal. Büffel. Egal ist das nicht. Ja, aber. Büffel sind Büffel. Und dann kann man durchlaufen, kacke ich einsammeln wieder für die Verpissen. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Wo bist du? Super. Bin auf dem Weg. Wohin? Nach oben. Okay. Es gibt so viele Wege. Ich habe Stein gefunden. Mit. Ich habe Diamant gefunden. Nein, hast du nicht. Das ist Eis. Ah, Eis. Okay. Da bist du bei mir irgendwo. Ja, schön. Dein Weg? Aber wir müssen bald den Dings bauen. Ja. Bist du bei Stein? Ich hab einen. Drin. Warum regnet es die ganze Zeit bei uns? Ich hab keine Ahnung. Und warum verliere ich so schnell Leben? Ich hab noch mehr Babys gefunden. Wir werden nie wieder sterben. Ich hab schon 12 Babys. Und ich hab Gold gefunden. Gut, wir können gleich mit der Science Machine anfangen. Oh fuck, ist der Blitz direkt neben mir eigentlich da. Hast du noch Steine? Ja, ich bin gerade dabei. Wo bist du? Bei den Steinfeldern und hack Steine. Ich sehe dich nicht, das ist das Problem. Ich merke das gerade. Wo bist du? Hast du einen Weg da irgendwo? Ja, habe ich, aber es gibt hier zu viele Wege, an denen du dich dann orientieren konntest. Unten gibt es so eine. Nein, es gibt nur einen einzigen Weg bei den Steinen. Bei den Steinen. Ja, und es wird gleich dunkel. Ja, ich merke. Ich glaube, es ist den Weg bis runter, bis ich wieder auf Gras bin, runter und da baue ich dann ein Lager auf. Aber ich möchte eigentlich mehr Stein. Weil mir fehlen ein paar Steine. Ich baue erstmal ein Campingfeuer. Ich bin jetzt unten bei dieser komischen Dingsabo. Ja, dass es nur einen Weg gibt. Ich habe hier voll viele Wege gesehen. Es gibt nur einen Weg bei den Steinen. Eigentlich, seid nur bei anderen Steinen. Wenn ich treffen wir uns morgen früh, also wenn es jetzt dunkel wird, treffen wir uns dann. Macht ihr ein Feuer? Okay. Und wir treffen uns morgen früh dann bei den Dings. Ein Stein. Nein, beim Portal. Okay. Das ist nämlich das, wo wir auf alle Fälle wissen, dass es gleich ist. Ja. Und meine Psyche geht weiter runter, weil ich alleine bin.
glaube ich. Das könnte sein. Ich bin inzwischen bei 100. Ich darf bald Blümchen pflücken gehen. Aber ich kann eine Science Machine machen. Und fallen. Nein, kann ich nicht. Ich kann irgendwas. Ich habe auch. Keinen Kompass machen. Es hat aufgehört zu regnen, Gott sei Dank. Das ist nicht gut für meine Psyche. Okay. What the fuck? Achso, mein Typ redet ja nicht. Oh, es wird dunkel. Ab zum Portal. Kampfen. Wettertag. Okay, mal gucken, ob die Psyche immer noch runtergeht, wenn ich bei dir bin. Das ist ein fast Charakter. Okay. Ab runter zum Portal. Wunder dich nicht, ich bin gerade Blümchen pflücken ein bisschen. Diese Berry-Dinger sind richtig gut, aber die gehen richtig schnell am Arsch. Wo ist das Portal? Ach, warte, muss gucken. Ich bin dran vorbeigelaufen. Wir wissen jetzt noch nicht, wo wir hingehen, gell? Nee. Bist du schon beim Portal? Ich bin dabei. Okay, ich bin da. Das macht mir echt nichts. Hi, du. Also, wir müssen uns jetzt irgendwo einen vernünftigen Lagerplatz aussuchen. Ich guck mal kurz auf der Karte. Ich brauch Essen. Essen brauchst du? Mhm. Ups. Nimm die. Danke. Aber eigentlich wäre es besser, wenn sie jetzt kochen würden. Ja. Wohin gehen wir jetzt? Ich würde sagen... Wird weiter hoch? Ich will hier rein, in das Grasfeld, weil hier irgendwie gefällt mir Grasfeld immer gut. Wenn wir uns hier einfach... Ah, ne, hier sind Frösche, scheiße. Hier sind es Rabbit Souls? Ja. Was bedeutet das? Ich will wissen, was das bedeutet. Wie wäre es, wenn wir uns hier niederlassen, da beim Stein? Hier sieht es doch gut aus. Oder kann man gut schützen? Okay. Finde ich. Oder auch nicht, wir gehen hier nicht hin. Ist das eine aggressive Biene? Geh mal näher ran. Greif sie dich an? Ja. Renn bitte! Renn! Das ist, glaube ich, die falsche Richtung. Renn bitte, renn! Ja, klar, du kannst über 10 Meter lang. Das reicht mir. Du Biene. Okay, dann lass uns da, wo keine Bienen sind. Da suchst du einen guten Lagerplatz, ich weiß nicht. Die Bienen nerven mir. Das sind auch Bienen. Ah! Oder wir gehen mal den Stein weiter hoch, da sieht es nämlich gut aus mit den Bienen, dass da wenig sind. Hier sogar ein Berrybusch. Wir gehen mal über den Stein weiter hoch. Ich habe immer so wenig Leben, mich nervt das voll. Ich würde gerne wissen, was das mit dem Holz auf sich hat, mit meinem Holzbalken sozusagen. Was passiert, wenn du Holz hackst? Er geht runter.
Was ist hier, wenn er auf Null ist? Ich habe keine Ahnung. Okay, lass uns da mal weitergehen, da geradeaus weiter. Wir brauchen irgendwo einen Ort, wo relativ viel Materialien drumherum sind. Wie hier zum Beispiel. Da ist sogar ein Wurmloch. Da ist noch ein Baum. Ach, lass uns hier irgendwo. Lass uns einfach hier hingehen. Also neben das Wurmloch. Hier in der Mitte. Ist zwar nicht der ideale Platz, aber besser als nichts. Hast du noch ein paar Steine? Oder muss ich jetzt selber Steine gehen? Ich hab Steine. Gib mal her. So, ich mache ein fettes Campingfeuer. Hier hin. Genau hier hin. Und ich kann dran, gleich neben dran eine Tanzmaschine machen. Sehr gut. Wir können Steine machen. Ganz viele Steine brauchen wir. Und vergiss nicht nachzupflanzen. Ja. Survival, wir brauchen ganz dringend einen Rucksack. Ganz schnell. Das passiert. Was ist das? What the fuck? Wenn der auf Null gefallen... Ist der auf Null gefallen? Ja, er ist auf Null gefallen. Alter, was geht bei dir ab? Ich bin ein Biber. Ich kann die Axt nicht aufsammeln. Die Axt ist auch meine. Wir müssen danach die Bäume wieder pflanzen. Ich bin gerade dabei, alles einzusammeln und nachzupflanzen. Wie wirst du wieder normal? Indem ich jetzt Bäume fälle, damit ich Holz wieder voll habe. Und wieder da. Alter, bist du ein Biber? Alter. Der Typ ist irgendwie cool. Und du hast jetzt kein Inventar mehr, gell? Ja. Pass wegen dem Holzmonster auf, gell? Ja, ich kann nichts anderes machen, außer Bäume fällen, damit ich wieder normal werde. Okay. Also, okay. Ich glaube, ich muss die Nacht hier so verbringen. What the fuck? Warte, was habe ich gedrückt? Ups. Hast du auch schon alle Bäume gepflanzt? Einen Moment, ich habe gerade falsch gemacht. Und meine Psyche geht dabei kaputt. Scheiße. Es geht jetzt Nacht. Ah. Es wird Nacht. So. Ich gehe mal ein paar Bretter machen. Wir haben jetzt genug Holz. Okay, die Nacht juckt mich nicht. Wie, die Nacht juckt dich nicht? Die Nacht juckt mich nicht. Ist für mich genau gleich hell. Nur die Psyche juckt mich. Okay. Mach, was du willst. Geh Bäume der Bäume pflanzen. Ich habe für meinen Test gemacht. Scheiße, warum sind hier 0,0 Bäume? Weiß ich nicht. Ich habe Bäume angepflanzt jetzt. Wir brauchen Essen mehr. Verpiss dich! Und wir brauchen mehr Heu. Wir brauchen ganz viel Zeugs. Geh weiter Bäume pflanzen, bis du wieder normal bist. Was brauchen wir denn als erstes? Wir brauchen viel Heu. Ich brauche Heu. Jetzt werde ich auch noch von diesem scheiß schwarzen Viech verfolgt. Das nervt. Verfolgt ist nicht schlimm. Schlimm ist es nur, wenn es... Es greift mich an, sobald es in meiner Nähe ist. Okay. Ich habe keinen Platz. Oh, ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Alter, ist so viel Bäume gepflanzt. Oh, nee. Echt jetzt? Wollen wir gleich wieder eine Welt resetten? Ich meine, wir sind sowieso am Ende der Folge. Tot.
Okay, also, macht euch gefasst, es gibt schon wieder ein Reset. Ja. Egal, nächste Runde dann. Ich spiele nicht nochmal. Ich lasse mich einfach töten. Gut. Dann würde ich sagen, genießt das Wetter. Ja, mach das. Habt noch einen schönen Tag. Und bei eurer Zerrose.